Sieht genauso aus, wie es schmeckt. 3, 2, 1, Dill. Dill. Schaschlik ist Wurstsuppe. Welchen Planeten liebst du denn? Mein Name ist Max und das ist Jule. Heute wurde uns angetragen, testet mal russische Brotchips. Wir testen die Geschmacksrichtung von russischen Brotchips. So. Kannst du gleich wieder mitnehmen, das ist nämlich Hundefutter. Das ist nicht scheiße. 1, 2, 3. Zwiebel. Bacon. Schinken. Was mit Fleisch? Schaschlik? Ja. Schaschlik ist Wurstsuppe im Prinzip. Welchen Planeten liebst du denn? Nummer 2. Das ist eine Explosion in meinem Mund, wenn ich das esse. Keine gute. Das ist eine Explosion an Salz, als würde ich in ein Salzbergwerk reingehen, eine Atombombe zünden und dann meinen Mund öffnen und einfach warten, dass das ganze Salz in meinen Mund reinfällt. Kann man sich so reinwerfen. Ja, genau. Gut, Max. Vielleicht braucht man aber auch einfach nur eine Handvoll dieser Dinger, bis man mal den Geschmack rausgekriegt hat. 10 Stück von den Dingern im Mund, du schmeckst nichts mehr. Das ist Geschmack Bratwurst. Das ist Geschmack Currywurst, Leute. Mit Soße. Boah, ich sag's Currysoße. Das ist kein Curry. Senf. Senfbrotchips mit Senf? Kriegen wir nachher so ein Brotchip-Expertenbett. Oh, Brot, russisch Brot. Deswegen heißt es russisch Brot. Das ist doch scharf. Was ist noch scharf? Meerrettich? Wenn du die Augen zumachst, hast du das Gefühl, du bist ein Vladivostok. Was ist es jetzt hier? Sülze. Sülze. Anna soll's mitnehmen. Sieht genauso aus, wie es schmeckt. Boah. So ekelhaft. Das ist echt eklig, oder? Das hat ein bisschen was Seifiges, ne? Weiß ich, das schmeckt. Altes Frittenfett über so ein Schwarzbrot drüber gekippt, das dann irgendwie in den Backofen und dann hast du hier dein... Ranziges Sonnenblumenfett. Das schmeckt ranzig. Das Mann, ist das die Russen denken sich echt tolle Geschmäcker aus. Mann, da muss ich mal hinfahren. Was ist das? Lachskäse. Lachskäse. Wer macht sowas? Die Russen machen sowas. Hat schon seinen Grund, warum sich das hier in Deutschland nicht durchsetzt. Für besondere Momente. Der Brotchip sitzt sich hindurch. Okay, diesmal darfst du aufmachen. Riech nur mal dran. Boah, ich weiß, was es ist. 3, 2, 1, Dill. Das heißt übrigens Tap Tap. Die finde ich am besten. Dill-Pferd. Wir sagen, es ist Dill-Pferd. Salzgurke? Ja. Das ist der Dill-Geschmack. Oh mein Gott. Schmeckt super. Salzgurke mit Dill und Tartarsoße. Was ist denn Tartarsoße? Das ist die Tartarsoße. Tap-Tap ist Tartar. Die Tartarsoße. Dass die so eine Dose Gewürzgurken in so einen Brotchip reinpressen, das finde ich total geil. Könnt ihr mal die Verpackung sehen? Das ist geil. Gurken in einem Brot. Gibt's keine Soße? Sehr enttäuschend. Max kaut es jetzt auf eine besondere Art und Weise, damit sich der Geschmack besser im Mund verbreitet. Ich sag's, was mit Fleisch wieder? Schinkenkäse. Schinkenkäse? Also bis jetzt das Lahmste von allen, weil kein Geschmack. Langweilig. Sorry, Russland, aber ich habe das Gefühl, wenn man eine Party schmeißt und du hast nur die Wahl zwischen russischen Brotchips und Fischlis, dann essen die Leute Fischlis und die russischen Brotchips bleiben liegen. Fazit, Brotchips mit Fleischgeschmäckern sind sehr schwierig. Am besten finde ich die Dill-Gurken-Version. Ich lese mich meiner Vorrednerin an. Ich habe sehr viel gelernt, zum Beispiel was Sülze ist oder Schaschlik und dass es auf Brotchips ist und dass es räudig schmeckt. Das war's. Dankeschön.